Hattest du Konfirmation oder Kommunion oder Firmung oder was auch immer, Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und du siehst New York Mysteries, Geheimnisse der Mafia. Ja, ich würde ja sagen, das Ganze ist ein Wimmelbildspiel, aber es ist eher ein Schiebebildspiel, wie ich im Laufe des Spiels feststellen durfte. Ich gucke mich jetzt hier mal um in dieser Wimmelbildszene. Ich brauche hier einen Schlüssel. Das Netz ist verstrickt, ich kann es nicht entwirren. Aber hier ist ein Schlüssel. Okay. Passt der hierfür? Ja. Mensch. Ja, was ist hier denn? Was ist das? Ein Messergriff. Da fehlt das restliche Messer. Der Griff ist befestigt. Ich muss ihn abschrauben. Ja, das kann ich ja machen. Ich weiß nicht genau wofür, aber ich schraube mal den Griff ab. Ja. Macht man das so? Der Rucksack hängt oben. Ich muss ihn irgendwie runterschlagen. Kann ich das damit machen? Ja. Bam! Oh, ein Zahnrad gefunden. Okay. Das gehört wahrscheinlich hierhin. Ich brauche einen Hebel. Ich habe einen Messergriff. Nein, das kann ich hier nicht benutzen. Na gut. Die Kiste geht nicht. Mir fehlt der Rest vom Messer. Wo ist denn... Irgendwo muss eine Messerklinge sein, wahrscheinlich. Ich sehe sie leider nur noch nicht. Hier war keine drin. Nein. Eine alte Jacke. Was tropft denn hier? Das Öl könnte ich auffangen, aber womit und wie und warum? Und das weiß ich noch nicht so genau. Mal schauen, ob sich das noch herausfinden lässt hier in der heutigen Folge. Das ist eine Ölkanne. Damit könnte ich das Öl auffangen. Aber ich brauche erst ein Messer. Ich sehe aber auch keinen Messergriff. Ah Mann, ist hier irgendwo was? Nee. Na, wo könnte denn... Weil ich habe ja hier den Messergriff, habe ich... Ach, da ist es doch. Ach Mensch, das habe ich ganz übersehen, siehst du. Okay, dann kann ich das hier aufmachen. Wo überall immer Messer rumliegen in dem Spiel, ne? Unglaublich. Und wenn man mal zu Hause ein Taschenmesser braucht oder überhaupt ein Taschenmesser braucht, hat man nie eins. Also ich glaube, wir haben irgendwo eins mal gehabt, aber das haben wir gar nicht mehr. Hast du schon mal ein Taschenmesser gehabt? Und wenn ja, was macht man dann damit? Man braucht es eigentlich nie und wenn man es braucht, hat man es sowieso nicht dabei. Von daher... Ja, ne? Eine volle Ölkanne habe ich jetzt. Kann ich da hier irgendwas ölen? Ja, ich kann was ölen. Gut, und jetzt brauche ich aber immer noch einen Hebel. Guck mal. Ein Hebel, aber wo könnte denn ein Hebel sein? Nur da. Sehr gut. Und auf geht's. Oh, ich habe was kaputt gemacht. Jetzt habe ich einen Hammer gefunden. Schön. Und den darf ich sogar behalten, den Hammer. Das ist ja prima. Mein Hund, der tobt schon wieder im Hintergrund rum, ne? Keine Ahnung. Ich muss es herausbrechen. Yeah, brachiale Gewalt. Bam. Objekt im Teer. Ach, das kann ich jetzt dann einschmelzen in dem, ja, in diesem Kesselraum. Was ist hier? Unter der Glocke liegt was. Wenn ich etwas hatte, hätte das lang und schmal ist. Ich habe doch ein Messer. Den Gegenstand kann ich hier nicht benutzen. Na, schade. Oh, was ist das denn? Ich glaube, ich muss die Zahlen in einer bestimmten Reihenfolge verbinden. Dafür brauche ich so etwas wie Kreide. Es ist eine Art Design aufgeschrieben, aber ich weiß noch nicht, wozu das gut ist. Na gut. Die Kohle ist also zum Schreiben. Oh, da ist ein Käferchen. Guck mal, der krabbelt da lang. Ah, jetzt ist er da unten drunter. Wie cool. Was ist hier? Was ist das? Unter dem Wachs befindet sich was. Aber ich kann es nicht abbrechen. Warum nicht? Mit dem Messer. 3,40. Ist da noch mehr versteckt vielleicht? Nee.
Ich glaube, hier oben kann ich so momentan nichts machen. Der Strick führt direkt. Ah, aber mit dem Gürtel kann ich mich so darüber. Wuhu, ich bin todesmutig. Wow. Also, was habe ich hier denn? Da gehört die Steinblume rein. Und das nächste Mondsymbol. Siehst du, habe ich schon zwei, dann fehlt mir nur noch ein einziges. Im Kronleuchter hängt etwas, ich muss ihn heranziehen. Ja, das kann ich jetzt so leider nicht. Ich kann das Seil nehmen, aber... okay, also so... das tue ich ausprobieren wahrscheinlich. Kriege ich hin. Ah, Glück gehabt. Okay. Ha. Okay. Ah, ups. So. Und so. Oh, das letzte Mondsymbol. Na, das ging jetzt aber wirklich... Das ging jetzt schnell. Das hat jetzt wirklich schnell funktioniert mit dem Mondsymbol. Das kann ich aber noch nicht ranziehen. Mit dem Seil vielleicht kann ich das da so... Nee, den kann ich hier nicht benutzen, den Gegenstand. Weiß ich, ich habe gedacht, wie so ein Lasso. So, wieha. Na gut. Das will nicht ganz funktionieren. Dann lass mich mal schauen. Wo habe ich denn noch was zu tun? Hier. In der Kirche. Cool. So eine Kirchen sind schon sehr cool. Okay, ich nehme die Zange mit. Und ich muss den Stein an das Seil binden. Dann kann ich es nach etwas werfen. Ah, jetzt habe ich sowas wie einen Anker gebaut. Oh, was ist hier? Einige Tasten fehlen. Okay, da kann ich noch nichts mitmachen. Ach du guter Gott, was ist das denn? Entschuldigung, dass der Hund heute so laut ist. Es ist echt unglaublich. Ein Teil der Tafel fehlt. Die hat heute ihre drolligen 5 Minuten oder so. Nein, ich wollte doch gar keinen Tipp. Ich wollte doch keine Tipp. Ich wollte doch hierhin und hierhin zur Empore, weil ich jetzt hier mit meinem selbstgebauten Anker danach werfen kann. Guck. So. Eine Steintafel habe ich gefunden. Dann hier runter und die Steintafel gehörte die hier hin, ne? So. Aber was nun? Drücke an der Wand auf die Symbole, die auf der Steintafel angezeigt sind. Also, das zum Beispiel. Oh. Da sind viele, die dann sehr ähnlich aussehen. Das ist ja gemein. Okay. Da muss ich jetzt dann aber schon sehr genau hinschauen mit so einem langen Stiel. Das könnte das sein. Nee, das ist das nicht hier. Echt nicht? Sind es nicht die gleichen? Das ist zum Beispiel... Hä? Guck mal, das hier ist doch... Das, oder? Ich denke... Ah, nee, das ist das. So, dann kommt... Das ist nicht das, sondern... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo ist denn das Kreuz? Heieiei, ist es das hier? Jawohl. Jetzt den mit dem dicken Knubbel. Da, ja, die sehen alle so ähnlich aus. Die sehen alle so ähnlich aus. Das ist gar nicht so einfach. Du kannst ja mal mitgucken und miträtseln. Und wenn du die Sachen vor mir gefunden hast, dann schreibst du einfach wieder Kartoffelsalat unten in die Kommentare. So. Und dann sind alle anderen verwirrt, die das Video bis hierhin nicht geguckt haben. Warum steht da Kartoffelsalat in den Kommentaren? Verstehe ich gar nicht. Dann pranken wir. Pranken wir die Leute. So, mal gucken. Das Kreuz hier. Hast du eigentlich auch so einen Kettenanhänger mit einem Kreuz? Das haben ganz viele irgendwie zur Kommunion oder zur Firmung oder so bekommen. Und da ist jetzt ja auch wieder die Zeit, ne? Das ist immer so im April, Mai. Hattest du Konfirmation oder Kommunion oder Firmung oder was auch immer? Jugendweihe? Nein, war das jetzt das Falsche? Nee, ich suche das jetzt nicht nochmal. Dann lasse ich es lösen. Es tut mir sehr leid. Das war doch das Richtige. Komm schon. Also nochmal hätte ich das jetzt auch nicht rausgesucht. Da hätte ich keine Lust zu gehabt. So. Oh.
Oho, jetzt bin ich ja wieder hier, wo ich war. Jetzt sind die Wege miteinander verbunden worden. Okay, in den Heizraum, da schmelze ich jetzt noch das, das hier weg und hole das dann mit der Zange raus, weil heiß und so, ne? So, genau. Wow. Gott sei Dank ist es nicht kaputt gegangen. Jetzt habe ich die Mondsymbole alle. Das ist schön. Ich kann noch was auf dem Marktplatz machen. Ich weiß nicht, was ich hier auf dem Marktplatz noch machen soll. Du musst die korrekte Uhr... Ah, 3.40 Uhr. 40? 3.40 Uhr. Ah, eine Seite mit einem Symbol. Cool. Das gehörte in die Kathedrale. Kathedrale. Hier. Und zwar hier auf die Orgel. Und da fehlt aber noch eine Seite. So, dann kann ich jetzt ins Büro gehen und die Monde dazu tun. Ich möchte das Spiel heute eigentlich auch gerne fertig spielen, damit das diese Woche fertig ist. Das heißt, ich werde diese Folge etwas überziehen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das noch geht, aber ich denke, ich spiele es jetzt fertig, damit dann nächste Woche ein frisches Projekt anfangen kann. Ordne die Mondsymbole anhand der vier Hinweise richtig an. Drücke hierzu die Pfeile und tausche die Mondsymbole, die durch sie verbunden werden. Ich habe keine Ahnung. Durch die Hinweise? Welche Hinweise denn? Ordne die Mondsymbole anhand der vier Hinweise. Welche Hinweise? Siehst du irgendeinen Hinweis? Welche Hinweise denn? Hallo? Na, das ist hier ja falsch. Kann ich das hier nicht wechseln? Ach, das sind die Hinweise. Ach du guter Gott. Ah, okay, alles klar. Also, das ist ja... ne? So, hier brauche ich jetzt den Vollmond. Könnte ich den vielleicht... Nee, ich möchte das bitte so. Ach so, nee, da muss ich das mal umwuseln. Wahrscheinlich so. So, hier muss Neumond hin. Und so. Sehr gut, ne? Und da oben brauche ich einen... zunehmenden Mond, aber welcher? Da ist schon der richtige drin. Jetzt müssen die anderen noch angepasst werden. Zum Beispiel müsste der hier jetzt dann... Nee, der muss dahin, warte. Also, warte mal. Ach, das ist ja wieder... Das ist ja wieder was hier. So, ne? Die kann ich dann miteinander auswechseln. Dann kommt schon das. Das sieht richtig aus. Dann kommt das. Aber das ist noch zu schmal. Da müsste noch der und der müssten einmal tauschen. Ich muss das erst drehen, sonst geht es nicht. So. Und jetzt muss das noch getauscht werden. Ja, ja. So, so muss das getauscht werden. Fertig. Oh, eine geheime Tür ist aufgegangen. Cool. Wo bin ich hier? In dem Muster fehlt etwas. Mensch. Ohne Isolierband. Ich habe I-Band. Verbinde alle identischen Kabel miteinander. Also das mit dem und das... Graue mit dem Grauen und das Goldene mit dem Goldenen und das Rote mit dem Roten. Und dann sind hier zwei solche. Diese und diese und diese. Und hier ist noch ein schwarzes und ein lilanes und noch ein goldenes. Na, nee, das will ich hiermit verbinden und das damit. Habe ich. Aber was passiert jetzt? Oh, ich habe Licht. Oh, ich habe Licht gemacht. Guck dir das an. Cool. Und ein langes Lineal habe ich auch noch gefunden.
Das sieht aus wie ein Stativ für eine Kamera oder ein Fernglas. Aha. Gut, jetzt habe ich hier ja das Brett. Damit kann ich natürlich die Sachen hier mal vorschieben. Was das auch immer ist. Ach ja, das gab so Mosaik-Dinger, ne? Ja, hol mir das mal hier vor alles. Und das letzte auch. Mosaikstöcke. Ba-ba-ba-bam. Okay. Die gehören hierhin. Ach, da gibt es echt noch einiges zu tun. Ich glaube, die Folge wird heute dann echt ein bisschen länger. Wo gehörte das Mosaik hin? Irgendwo gab es hier was Mosaikiges. War das hier in der Küche? Nein. Das war auch nicht hier. Das hatte mit der Uhr zu tun. Ach, hier vielleicht? Nein. Nein, ich habe das Bild habe ich noch nicht gesehen. Genau, das war ja noch was. Ich muss wieder zurück. Am See, okay. War hier das Mosaik, aber wo? Am Briefkasten, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Stelle das Bild wieder her, indem du die Mosaikstücke anordnest. Ach du lieber Gott. Ah, ich kann immer zwei einfach miteinander austauschen. Schau mal. Das sieht nach einem Eckstück aus, oder? Also, ja, das hakelt dann auch ein. Okay, wenn was richtig ist, hakelt es ein. Sehr schön. Die Eckstücke, die setze ich dann auch gleich mal so dahin, ne? Alles klar. Ist das aber Umrandung hier? Ich vermute es fast, dass das der Rand ist. Ha. Hierhin vielleicht. Ja, das sind die... okay, dann gehört das hierhin. Das gehört hierhin. Und das müsste dann dahin passen. Das wahrscheinlich da. Und das dann hier. Okay. Schwarz-weiße Puzzle sind dann auch gar nicht so einfach, ne? Alles klar, jetzt habe ich nur noch, in Anführungszeichen, die hier in der Mitte. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo hingehören. Nee, noch eins runter vielleicht sogar. Nee. Da, gehört das da drunter? Nee, das gehört nicht zusammen. Das gehört aber auch nicht zusammen. Nee, wo gehört das denn hin? Ah, das gehört schon dahin. Okay. Jetzt muss dann noch eins unten drunter. So. Hier gehört ein Stück Baum hin. Auf jeden Fall. Nee. Ein Stück Baum, der vielleicht. Ja, das passt dahin. Das passt nicht, aber das könnte so passen. Nee, das passt auch nicht. Ha. Aber hier gehört doch so ein Hausding hin. Gehört das dann da vielleicht hin? Nee. Doch. Okay, alles klar. So, hier oben müssten dann ja so Baumwipfel oder so hinpassen, oder? Also, nee, hier ist ein, da ist Kirchturmzeug. Guck mal. Das gehört dahin vielleicht. Nein, hier. Was ist das denn aber? Das muss ja... Ah, man sieht das schlecht bei dem Schwarz-Weißen. Muss ich leider zugeben. Ich sehe das nicht so gut. Ich bin da nicht so der große Seher. Aber man kann ja hier durch Raten, Gott sei Dank, ein bisschen hinkriegen. Das gehört dahin. Guck mal, und das gehört bestimmt hierhin. Nee, dann gehört das daneben. So. Da gehört auch ein Baum hin. Der hier. Ja. Und hier ist ein bisschen Himmel. Und da ist auch so ein bisschen Baumwipfel. Nein, der gehört da nicht hin. Das ist ja echt merkwürdig. Wo gehört das denn dann hin? Dann gehört das dahin vielleicht? Ja. Sehr gut. Guck mal, und jetzt, wo das so dunkel ist, sieht man noch weniger. Oh Gott, so. Da, die sind richtig. Was ist damit? Nein, das ist falsch. Aber das gehört dahin vielleicht. Und dann das so daneben. Ah, dann die vertauschen hier noch. Den dahin
und die vertauschen. Ha, ich hab's hingepuzzelt. Das war schwer, aber schön. Ein schönes Puzzle. Ich mag Puzzle. Was ist denn drin jetzt hier? Eine Filmspule. Ein Fernrohr. Es ist viel schlimmer, als wir vermuteten, Tom. Wir haben die Minen versiegelt. Einige der Brüder konnten nicht rechtzeitig fliehen. Ich hoffe, dass die Wand hält, aber ich kenne die Menschen. Neugier könnte die gesamte Zivilisation auslöschen. Irgendwann wird ein Mann mit einer Spitzhacke dort unten hingehen. Ich sage mir immer wieder, dass wir alles getan haben, was wir tun konnten. Du musst das Geheimfach in der Orgel ausräumen. Nimm den Inhalt. Ich glaube nicht, dass wir hierher zurückkehren. Dein Bruder Sam Fischer. Jetzt habe ich erstmal, warte, hier im Lagerhaus das Fernglas. So. Ah, solche Figuren habe ich in der Versammlungshalle gesehen. Einer guckt mich an und einer guckt darüber. Das war hier. Und das war hier, guck mal. Der guckt mich an und der guckt darüber. Noch ein. Sehr gut, die Schlüssel für die Orgel, perfekt. Und jetzt habe ich hier noch die Filmspule. 3, 2, 1, 9, 5, 7, 8, 10, 3. Habe ich das aufgeschrieben, bitte? Ja, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber das hängt hiermit wahrscheinlich zusammen. Das mache ich mal als erstes, das Rätsel. Hier oben. Mit 3 ging's los, das weiß ich. 3249. 3249. Gib mir die Kohle. 3. Wo ist die 2? 249. 3249. 5, 7, 8, 10. 5, 7, 8, 10 und 3 als letztes. 3. Ein Fisch. Und das ist bestimmt das Bild in der Hütte. Würde ich fast denken. Da hatte ich nämlich in der Hütte, guck mal, ja, jetzt kann ich hier nämlich auch was machen. Das dachte ich mir doch, dass das dahin gehört. Das wird dieses Diagramm sein. Da ist es. Und das muss ich jetzt nachbasteln. Aha. Ja. Na, das geht sich ja schon mal gut aus wieder. Hä? Ach. Also, ich brauche eine Spitze, das könnte die sein. Dann so runter. Dann hier wieder so eine Spitze, das ist das. Dann so. Das könnte das sein. Dann geht das hier hoch. Das kreuzt sich, guck mal. So und hier so. Ach so, das ist, hat damit nichts zu tun mit meinem Bild. Ha! Ich habe einen Ring. Einen ringigen Ring. Ringelingling. Den brauche ich nicht hier, oder? Nee, im Lagerhaus. Doch, der war an der Schatulle. An der Schatulle. Hier war er. Und das ist wieder ein Schiebeding. Das sehe ich so schon. Ja, stelle das Bild wieder her, indem du die Ringe drehst. Und wahrscheinlich sind wieder welche. Nee, die sind nicht miteinander verbunden. Na, Halleluja. Dann ist es eher ein Puzzle. Damit kann ich leben. So. Jetzt muss ich nur gucken. Gehört das hier nicht? Nee, das gehört dahin, ne? Nee. Dahin? Ah, das ging schnell. Ah, das letzte, die letzte Seite mit dem Symbol. Also auf in die Kirche. Mit volle Karacho und hier die Orgel, georgelt. Sehr cool, hier kommen die Schlüssel hin. Und jetzt muss ich das spielen. Du musst die Tasten, die auf dem, in der auf dem Hinweis angezeigten Reihenfolge drücken. Also,
Oder muss ich die so rum machen? Pass auf, ich mach nochmal. Ja, yeah, ich habe das Gegengift bekommen. Hurra! Endlich! Das wurde Zeit. Jetzt aber schnell in die Eingangshalle. Ich hoffe, ihm geht's noch gut. Guck mal, der Hund hat noch nicht aufgegessen. So lange habe ich scheint's nicht gebraucht. Gegengift. Ja, das war es, das Bonuskapitel. Siehst du, ich sage ja, ich mache das in dieser Folge noch fertig. Also, ich mache ja mal so ein kleines Fazit zu dem Spiel. Ne? Ich guck mal, was es hier sonst noch so gibt eigentlich. Und ich finde, für mich war das, also die Geschichte hat mir richtig gut gefallen bei dem Spiel. Die fand ich mega cool, das mit den entführten Kindern und mit den Mafia-Bossen. Und das war schon cool, war richtig gut gemacht. Auch das mit der U-Bahn und dass man dann da noch in die versunkene Stadt konnte im Bonuskapitel und so. Sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Aber für mich war das nicht wirklich ein Wimmelbildspiel. Es waren mir zu viele, das ist ja schön. Das ist schön, gell? Es waren mir zu viele Schieberätsel und ich mag Schieberätsel einfach nicht. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich mag Wimmeln, deswegen spiele ich Wimmelbildspiel. Ich mag Sachen suchen und da gerne auch nach Begriffen, wenn da dann steht Gabel oder so. Mit den Schatten, das ist was, ja, kann man machen, aber war einfach jetzt echt nicht so meins. Dann außerdem zu bemängeln gab es für mich, dass manche Spiele nicht richtig erklärt wurden. Aber andererseits, was mir nicht gefallen hat, konnte ich überspringen. Im Großen und Ganzen fand ich das Spiel schön. Wie gesagt, die Geschichte hat mir gefallen. Ach, da kann ich die Rätsel auch nochmal, guck mal, da könnte ich sie nochmal spielen. Oder mir die Musik anhören, guck. Das ist auch cool, ne, dass man die Musik hier unterschiedlich sich noch anhören kann, meine Auszeichnungen, die es gibt und so. Sehr schön. Also im Großen und Ganzen hat es mir gut gefallen. Ich freue mich jetzt aber auch, ein neues Wimmelbild anzufangen, muss ich ehrlich zugeben, wo vielleicht ein bisschen mehr gewimmelt wird. Und vielleicht bist du dann einfach nächste Woche wieder mit am Start. Am Montag wird es wahrscheinlich losgehen, vermute ich, wenn alles gut läuft. Und bis dahin sage ich ciao, ciao, deine Damakash.